So, da sind wir wieder und wir sehen schon richtig mächtig auf, wenn ich das mal so sagen darf. Also uns gehört fast die ganze linke Karte. Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber das obere linke Viertel gehört uns auf jeden Fall schon mal. Jetzt geht's aber erst immer ans fleißige Verteilen. Die Bomber haben sich da oben ausgebombt. Ihr habt schon einen Auftrag, um euch mit denen zu verbinden, ihr mit denen. Aha, der Geogon aus der Vergangenheit war fleißig, die haben alle schon einen Job, sehr gut. Wo wolltest du hin? Du wolltest da eine Raumstation bauen. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, das ist auch richtig. Scheinbar können wir einfach runde Wände drücken. Gucken wir, was der Gegner so an Flotten bringt. Da sind 29. Das ist mehr als machbar. Und Rosa ist schon wieder weg. War hier nicht Rosa gewesen? Hm. Na gut, du gehst darauf. Du gehst darauf. Du greifst da mal an. Oh, da habe ich mich verguckt. Ich dachte, das wären 43 Bomber gewesen, nicht 43 Jäger. Aber wir haben wesentlich mehr Bonus, also passt das schon. So, einigermaßen. Okay. Der wird aber nur ein, zwei Runden da aushalten. Deswegen fliegst du bitte mal zu dem. Du gehst mal darauf. Du fliegst dahin, um deine Raumstation zu bauen. Dann wirst du mal von dem auch geschützt. Er ist auf einem Alien-Wrack, sehr gut. Und unsere täglichen bzw. jährlichen Nachschübe von den Planeten sind echt nicht mehr managebar. Einfach alles nach unten. 100 Stück nach unten. So, du fliegst jetzt dahin und baust die Station auf. Errichte Basis. Genau, Modul. Wir hätten gerne wieder ein Nachschubmodul. Und dann können wir das Ganze auch nach hier erweitern. Auch wenn hier bestimmt bald neue Gegner kommen. Müssen wir mal gucken. Was sagt die Maximalbevölkerung? Fast erreicht. Noch nicht ganz erreicht. Noch nicht ganz erreicht. Ja, hier bauen wir mal ein Kolonieschiff. Und du... 1, 2, 3, 1, 2. Hier sollte es gebaut werden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah ja, stimmt, der Planet war im Weg. Doofer Planet. Na gut, dann halt hier. Ja. Ist alles so weit weg. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier müsste die nächste Station hin. Aber der wird garantiert abgeschossen. Deswegen wird er mal von dem hier gedeckt. So, Runde beenden. Die ziehen alle fleißig, wo sie hin sollten. Sehr gut. Wir haben Einheiten bei denen hier verloren. Das ist aber auch okay. Und wir errichten jetzt hier unser nächstes Nachschublager. So. Gucken wir mal. Also, da sind 20 Jäger, 9 Bomber. Da sind 66 Jäger. Das sieht schon mal gefährlicher aus. Da ist nur Kleinkram. Ja, nö, das wird wohl gelb gewesen sein. Wurde von Grün ganz schön unterdrückt. Was aber auch nachvollziehbar ist. Denn die Gelben, das waren ja die Amazonen, die hatten nur einen Angriffsbonus von 30%. Also die haben wohl eher auf Umwelt und Industrie und so weiter gesetzt und nicht unbedingt auf Militär. Und das war nicht so eine gute Idee, bei solchen Nachbarn jedenfalls. So, du kannst jetzt mal da ein bisschen Ärger machen. Ja, mal eben 3 mal so viel Effektivität. Und danach fliegst du da drauf. Du bestehst nur aus 6 Fliegern, du brauchst mal Nachschub. So, du gehst dahin. Du fliegst mit dahin. Du gehst mit darauf. So, wir brauchen hier unten unbedingt Bomber. Hier sind die Bomber. 69 Stück. Okay, alle nach da unten. Haben wir eigentlich inzwischen einen zweiten Planeten, wo Bomber produziert werden? Ich glaube nicht. Aber wir können die mal hier hinschicken. Das heißt, wir haben einen Trupp, der fliegt jetzt zu den Gelben und einen Trupp, der fliegt zu den Grünen. Und die 100 hier haben immer noch ihren Auftrag. Okay. Da sollten Bomber produziert werden. Aber wir haben... Oh doch, der ist auf maximaler Bevölkerung. Das ist unser Bomberplanet. Wir hatten noch irgendwo noch einen. Da war ich mir ziemlich sicher. Fabrik. Nö. Okay. Notiz an selbst. Nächster Planet, den wir bevölkern, wird ein Bomberplanet.
ein möglichst großer und möglichst nah bei dem Gegner. Also einer von den Alien-Planeten hier. Mittlerer Wasserplanet, großer Wüstenplanet. Ich glaube, ich nehme lieber den hier. Das heißt, wir lenken dieses Kolonieschiff mal kurz vom Kurs ab. Und schicken die da zum Aufräumen hin. Okay. So, ihr könnt wieder zurück dahin. Du gehst da rauf und gründest eine Kolonie. Ein Jäger pro Runde. Okay, wir hätten gerne eine Stadt für mehr Bevölkerung. Und zwei Bomberfabriken. So, also das ist Bomberplanet Nummer 2. Ich würde die echt gerne umbenennen können. Hier vielleicht irgendwo? Planetendetails? Nö. Na gut. Oh, geplantes Wohnen. Industrie 8, Imperium 8. Dann warten wir doch mal Umwelt 7 ab und schalten dann Imperium in Industrie als nächstes. So, Blue Death ist dann. Gelb greift grün an statt mich, was keine gute Idee war. Aber na gut. Und die vier Jäger wollen den Planeten jetzt befreien? Das ist doch irgendwie komisch. Macht mal kaputt. So. Da unten ist ein wenig gefährlich mit den 66 Jägern. Du verstärkst mal die. Habt ihr da 100 drauf? Du gehst auf den Planeten rauf. Und ihr sammelt euch da. Wie viel haben wir jetzt? 62. Er hat 66. Aber ich denke mal, er hat mehr Kampfkraft. Also gehen wir mal auf den Planeten hier rauf und warten erstmal ab. Abwarten ist immer eine gute Taktik bei Strategiespielen. Tierisch. So, du gehst mal dahin. Also ja, wenn man gegen menschliche Computer, wenn man gegen menschliche Gegner spielt, dann kann Abwarten eine sehr gute Taktik sein, vor allem wenn man gegen viele spielt. Aber der Computer ist da ja ein wenig anders gestrickt. So, ihr habt alle Aufträge, bis auf die neuen Bomber. Die neuen Bomber schicken wir vorsichtshalber schon mal hier so hin. Und euch ziehen wir jetzt auch alle von den Ressourcen ab, die brauchen wir nicht mehr. Damit wir hier unsere dritte Front aufmachen können. So, Imperium ist auf 7, ist okay. Die Bomber brauchen Ewigkeiten, das ist nicht okay. Aber daran können wir wohl nichts ändern. So, gucken wir mal, was der Grüne da unten macht. Nichts. Das ist komisch. Naja, der guckt zu, wie wir hier nach und nach unsere Jäger verlieren, weil wir die Planeten boykottieren. Und freut sich wahrscheinlich ein Keks. So, du gehst mal da runter. Du greifst mal die an. Ja, okay, wir haben nur einen Jäger verloren während der Belagerung. Jetzt verlieren wir schon deutlich mehr. Oh, mal eben die Hälfte. So. Und ihr zieht dann auf den Planeten nach. Ihr geht nächste Runde auf den. Du fliegt mal diese Runde dahin und nächste Runde auf den da drauf. So, Bomber haben ihre Befehle. Die dritte Front. Dahin. So, 100er Block haben wir schon mal. Da kommt jetzt der zweite 100er Block hin. So, die 100. Kommen wir da so hin. Und die 100 kommen da so hin. Also auf den großen Hauptplaneten, die wir haben, werden so viele Schiffe produziert, dass nach ein, zwei Runden da ganzer Stack voll ist. Pro Runde 25 Jäger. Das ist doch abartig. Aber gut. So, aber ja. Wenn ich, also ich gehe davon aus, dass wir diese Runde gewinnen werden. Wenn wir diese Runde hier abgeschlossen haben, werde ich erstmal nicht mehr gegen Computergegner spielen. Wenn dann noch ein neues Leben zu dieser Playlist dazukommt, dann gegen einen menschlichen Gegner. Das stelle ich mir gleich wesentlich interessanter vor. Außer sie schrauben irgendwas an der KI. Was aber sehr, sehr schwer zu programmieren, das habe ich mir sagen lassen. Daran hapert es meistens bei diesen kleineren Unternehmen. Dass die zwar alle tierisch viele Ideen haben, wie fast jeder, was man leider zugeben muss, aber die Umsetzung der KI ist denn das Schwierige.
Das heißt, die werden dann meistens nur für Multiplayer ausgelegt. So, du dahin. Du dahin. Wo verdammt nochmal bleiben unsere Bomber? Da sind sie doch. So, du fliegst bitte zu dem Planeten. Da ist die zweite Bomberstaffel. Du fliegst bitte zu dem Planeten. Du machst den kleinen Haufen da kaputt. Nee, du machst den kleinen Haufen da kaputt. Ja, und fliegst danach wieder zurück. Und du gehst da drauf. Nee, du gehst da drauf. Da ist irgendwie unsere Flotte verschwunden. Aber das macht ja nichts. Unsere Soldaten sind ja entbehrlich. Oder so ähnlich. Der Rote. Ja, wo ist der Rote? Oh, so ist unsere Flotte wahrscheinlich verschwunden. 51 gegen 50 mit 136% Effektivität. Wow. Ah, es gibt Bonus für verbündete Planeten. Und sie haben vom Planeten aus angegriffen. Überzahl geht nochmal 10 und Kriegstechnik. Na gut. Wenigstens verteidigen sie sich ordentlich. Das allerdings verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber na gut. Er wird schon nicht wissen, was er tut. So, Imperium Stufe 8. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Industrie Stufe 8. Und danach haben wir noch ein höheres Bevölkerungslimit. Und können noch viel mehr Jäger die Runde produzieren. Also irgendwann haben wir pro Runde hier 3-4 Stacks Jäger drumherum. Was dann zwar auch ein wenig albern aussieht, aber na gut. So, du da drauf. Du da drauf. Na, das könnte wehtun. Ich denke mal, wir kommen auf 55 oder so runter. Oder auch nicht. Ach, diesmal hatten wir den Überzahlbonus. Ja, macht Sinn. Okay. So, du gehst mal darauf. Die Bomber sind nächste Runde endlich da. Und du bist diese Runde schon da. Sehr schön. Du hilfst mal da aus. Und du gehst dahin. Und wir bräuchten jetzt mein Kolonieschiff, und zwar hier. Denn zum einen ist es ein großer Planet, hat also schön viele Slots zum Bauen. Und es ist ein Wasserplanet, also 50% mehr Bevölkerung. Außerdem dürften wir dadurch hier alles aufdecken können. Also, wir hätten gerne die Flotte da weg. Und wir hätten gerne ein neues Kolonieschiff. So, du fliegst bitte mal. Oh, das sind ja zwei. Okay, drei sogar. Hier sind überall nur Wasserwelten, sehr schön. Neue Kriegsschiffe. Die dritte Front hat inzwischen auch die Bomber. Neue Bomber werden gleich hinterhergeschickt. Was macht unser zweiter Bomberplanet? Der war doch hier. Ah, ist noch in Arbeit. Na gut. Runde beenden. Wir verlieren jede Menge Flieger. Jede Menge Flieger. Also wenn man es zusammenrechnet. So, Bomber hat den Planeten zerstört. Ihr haltet euch mal hier so bereit. Und die Bomber sind jetzt hier endlich auch angekommen. Sehr gut. Die Jäger sind soweit alle in Ordnung. So, du sollst weiter zu dem Planeten da unten. Und das gleiche hätte ich hier auch ganz gerne. Also ein Planeten, der etwas weiter vorne ist. Also schnappen wir uns einfach den da. Bleiben dann noch erstmal da stehen und suchen jetzt einen nahegelegenen Planeten und schicken von da aus ein Kolonieschiff. Das auch mit etwas Glück nächste Runde ankommt. So, du fliegst mal weiter. Runde wenden. Bomber kommen. So, Industriestufe 7. Fehlt also nur noch eine. Sehr gut. Und wir brauchen doch eine Runde länger. Schade. Na gut, dafür ist hier ein Planet weg. Nehmen wir den nächsten. Da ist ein Planet weg. Nehmen wir den nächsten. Und du fliegst mal weiter dahin. War der Planet schon immer grau? Das sieht für mich fast so aus, als hätten die Jäger es geschafft, den Planeten da zu zerstören. Aber leider kann ich das nicht überprüfen, weil wir hier nicht scrollen können. Das sollten wir im Auge behalten. So, und du wolltest zu dem Planeten da runter. Runde beenden.